Wir machen heute eine Werbe-BR-Challenge. Wir haben 15 Fragen und haben solche Schilder gebaut, wo unsere Namen draufstehen. Und ich lese die vor und dann zeigen wir Werbe-BR. Los geht's! Let's go! Also kurz zu den Spielregeln. Wir haben 15 Fragen. Nachdem ich die Frage vorgelesen habe, haben wir so 3 bis 5 Sekunden Zeit, die Antwort zu suchen. Und dann muss der jeweilige Name hochgehalten werden. Und dann geht die Diskussion los. Also, dann würde ich sagen, wir kommen zur ersten Frage. Wer würde eher ein Freund vor vielen Leuten blamieren? 3, 2, 1. Mich? Ich hab mich. Warum? Ich weiß nicht so aus, dass ich Brain AFK irgendwas sag und aus Versehen blamiere. Das wäre so typisch. Aus Versehen? Ja. Gut, ich mach das nicht aus Versehen. Nee, du machst es mit Absicht. Eigentlich wir beide. Ja. Okay, nächste Frage. Wer würde eher vergessen, wo er sein Auto geparkt hat? 3, 2, 1. Du vergisst alles. Alles. Egal ob Handy, Schlüssel, es wird eh alles vergessen. Ja. Ist egal. Wer würde eher nur noch Fastfood essen? 3, 2, 1. Jetzt das beste Leben, wer braucht den? Braucht nichts anderes. Ja. Chicken Wings, Burger, Döner, Pommes. Ja, das ist einfach geil, wer mag das nicht? Wer würde eher einen Monat ohne Internet klarkommen? Ist schon schwieriger. Mhm. 3, 2, 1. Ich hab dich. Ja, ich hab mich auch. Aber nicht, weil ich so, ich würde sogar voll gerne mal so auf eine Insel einfach. So 2, 3 Monate ohne irgendwas, nur halt da chillen, so dass ich nicht verhungere oder so, aber ohne Internet, ohne alles ist viel geiler als mit Internet. Schaut. Aber man hat sich halt voll daran gewöhnt. Ja. So, nächste Frage. Wer würde eher auf einen anderen Kontinent ziehen? 3, 2, 1. Ganz klar. Gar keine, das muss man gar nicht. Ja. So, nächste Frage. Spannend. Wer würde eher ein Intim-Piercing machen lassen? 3, 2, 1. Safe ich. Ja. Weil ich schon eine hab. Nee, aber, wieso nicht? Kann man ja wieder rausmachen. Wer würde eher bei einer Dating-Show mitmachen? 3, 2, 1. Hast du auch mich? Ja, weil darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Ich wäre voll gerne bei Ding, wie heißt das? Temptation Island war es, nein. Sowas, ja, wo man. Ich würde einfach da chillen auf Kosten von denen saufen und mich vollfressen. Mir wären die anderen scheißegal. Ich würde einfach da chillen, Shisha rauchen und im Pool gammeln. Und würde da Geld einsacken, einfach weil ich. Ich bin. Okay, nächste Frage. Wer würde eher 2 Wochen lang dieselben Klamotten tragen? 3, 2, 1. Ja. Aber ich hab das schon gemacht. Ja. Aber als ich so in der Pubertät war und ich nur gezockt habe, ja, schon. War ich so 2 Wochen zu Hause und war nicht einmal duschen, hab gestunken wie ein weiß was ich. Aber ich habe einfach durchgezockt. Scheißegal. Ja. Nein. Wer würde eher 100 Bücher pro Jahr lesen? 3, 2, 1. Ich habe ja auch schon Bücher gelesen. Wie viele? Ja, ich habe halt zum Beispiel sowas wie Tribute von Panem die Reihe durch. Und also so dicke Bücher und so habe ich auch schon gelesen. Und 100 Bücher heißt ja nicht, dass es dicke Bücher sein müssen. Das können ja auch so ganz dünne sein. Ich glaube, ich würde nicht mal 100 Seiten pro Jahr lesen. Mein letztes Buch habe ich in der 7. Klasse gelesen, weil ich es musste. Und nicht mal das habe ich richtig gelesen, ich habe es gegoogelt. Normal hätte es nicht gemacht. Hä, Wikipedia oder so, einfach ein bisschen umgeschrieben, die 1 kassiert. Wer macht es nicht? So, wer würde sich eher eine Schönheitsoperation unterziehen? 3, 2, 1. Weil ich bin perfekt. Spaß. Das war ein Spaß. Warum du? Weiß nicht. Weil du die 4., 5., 6., 7. Kardashian sein willst. Ja. Nee. Nein, Spaß. Ich würde an mir nichts machen, außer. Reden wir über was ja, anderes. Nee, meine Nase. Ja? Ja, weil ich habe hier so ein Zirkel. Okay.
Ja, den würde ich wegmachen lassen. Aber den würde ich wegmachen. Aber sonst nichts. Aber diese, wo du mal was rausgeschnitten hast für beim Hautarzt, hat auch zu Schönheits-OP gezählt. Nein. Haben die doch gesagt. Nein. Deshalb muss man es bezahlen. Nein. Doch. Und eine Penisverlängerung. So, nee. Wer würde eher Sex für Geld haben? 3, 2, 1. Das kam aber zögerlich hoch. Nächste Frage. Wer würde eher alle Prüfungen bestehen? 3, 2, 1. Warum? Streber. Einfach ein Streber. Wer würde eher täglich trainieren? Schwierig eigentlich. Wir haben beide Phasen. 3, 2, 1. Ich würde nicht sagen. Ich sag ich. Weil ich, also du, wir hören beide immer so nach 5-6 Monaten auf, chillen dann 2-3 Monate, aber trotzdem würde ich eher täglich trainieren, glaube ich. Okay, und ich sag, ich würde eher täglich trainieren, weil ich halt so Sachen so auch zu Hause dann machen würde. So mag schon so ein Bauchworkout oder kurz so, weißt du, was ich meine? Deine Trainings sind aufwendiger mit Gewichten, mit Innenräumen und keine Ahnung, und da kann es dann schon mal vorkommen, dass man einen Tag auslässt. Nö, würde ich nicht. Aber war ein gutes Argument. Ja. So, zweitletzte Frage. Okay. Wer würde eher in einem Film den Bösewicht spielen? 3, 2, 1. Dich? Ich hab dich? Hä, du bist voll böse. Gar nicht. Doch. Du bist auf jeden Fall böse. Ich bin voll der Liebe. Außer, dass ich meine Freunde mit Absicht in der Öffentlichkeit blamier, aber das hat nichts mit Bösewicht zu tun. Aber du bist zum Beispiel so, wenn wir was angucken, du feierst immer die Bösewichte. Wer macht es nicht? Wer mag die lieben? Die sind langweilig. Ja, und deshalb hätte ich gedacht, wenn du einen Film spielen würdest, dann würdest du kein Leben spielen wollen. Aber trotzdem bist du böse, dann ist es ja für dich einfacher, den Bösewicht zu spielen. Ja, ich müsste mich nicht verstellen. Richtig. Ja. Letzte Frage. Wer würde eher während des Unterrichts einschlafen? 3, 2, 1. Ich kenne da jemand, der hat manchmal eine ganze Mathestunde geschlafen. Ja, weil es auch langweilig ist. Aber ich hab trotzdem gute Noten geschrieben. Auch wenn ich geschlafen habe. Ich schlafe heute noch im Unterricht. Weil es einfach bequem ist. Und langweilig und einfach scheiße. Das war die letzte Frage. Ja? Ja. Wey! Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo da und folgt mir auf TikTok und auf Instagram. Das war's in der Videobeschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Video. Haut rein! Ciao!